Ich glaube, hier ist sehr wichtig zu erwähnen, weil das wird oftmals so dargestellt, dass das Osmanische Reich ein nationalistischer Staat war oder mit der Begründung oder mit der Gründung für das türkische Volk dargestanden ist. Es waren Türken, das war alles Türk gewesen. Es ging aber nicht darum, wie du es gerade sagst, es ging tatsächlich darum, um diese Dawa, das Wort Allahs weltweit an die höchste Stelle und weltweit zu verbreiten. Deswegen haben die auch keinen Halt mehr gemacht. Die wollen in Europa, wollten immer weiter und weiter und weiter, weil es genau das war. Aber das wird heute auch vor allem in türkischen Serien oder in der türkischen Literatur oder bei den Leuten so manifestiert, dass Leute glauben, dass es nationalistisch war. Dass es alles so, dass Türken waren, das war nicht für Islam und dass das nicht für Allah gewesen war, sondern mehr für die nationale und für die anderen Beweggründe. Deswegen ist das sehr wichtig, glaube ich, dass man das erwähnt und sagt, nee, das war nicht so. Das war, der reine Beweggrund war der Islam gewesen, der Koran, und nicht nationalistisch. Bis zum Schluss, bis zum Krieg Bis von zum Schluss. Çanakkale. Ja, das ist auch sehr Also jetzt interessant. mal Osman Gazi ist im Jahre Anfang, 13 ja auch der Schluss Çanakkale, ist. 1915, das hat mit Nationalismus nichts zu tun. Wenn ihr nach Çanakkale geht, da seht ihr dort Leute aus Aleppo, Leute aus Afghanistan, aus dem Trablus Garb, also quasi aus dem heutigen Libyen. Überall sind Grabsteine dort. Also das hat mit Nationalismus nicht ansatzweise etwas zu tun. Als wir den europäischen Boden betreten haben, war Konstantinopel noch nicht erobert, Nein. noch lange nicht. Genau. Aber alles hat sich, glaube ich, um Konstantinopel gedreht. Alles hat sich um Konstantinopel Der gedreht. Weg durch Europa reinzukommen, die Wirtschaft abzuschwächen, es ging jetzt immer wieder um Konstantinopel. Es ging um Konstantinopel. Konstantinopel hat eine sehr große Bedeutung. Und zwar damals hat der Prophet ja schon darauf hingedeutet. Und Leider. hast ja vorhin schon erwähnt, dass die Sahabe, Emeviten, schon den Weg Richtung Konstantinopel gemacht haben, Schahid wurden, aber nicht weiterkamen. Es haben wirklich viele versucht, auch die Seldschuken damals haben es viel versucht, ging ja nicht immer. Wobei ich Jeder. eins korrigieren muss, Achi, da ist so ein manchmal geschichtlicher Fehler. Die Seldschuken, die haben nicht als Grundziel gehabt, Konstantinopel zu erobern. Die Seldschuken, die haben als Grundziel gehabt, Jerusalem zu befreien. Deswegen, viele wissen das nicht, zum Beispiel Alparslan. Sultan Alparslan. Viele, die wissen gar nicht, wo ihr Grab ist. Also, das ist immer sehr, sehr wichtig. Also, natürlich, man wollte Istanbul haben, gar keine Frage, aber das Hauptproblem war damals immer die Fatimiten gewesen, Alter. Hassan Sabbah. Hasan Sabbah und die Fatimiden, die Schi Richtig. Wir kommen zurück nach Istanbul, was trotzdem wichtiger oder gut, wichtiger als Jerusalem würde ich jetzt vielleicht nicht so behaupten, schwierig zu sagen, aber ich würde behaupten, nach Jerusalem mit die wichtigste Stadt ist. Gar keine Frage. Das ist ja sowas Wichtiges, der Prophet Hadith erwähnt. Zu Istanbul erstmal. Über die Stadt wollen wir nicht lange reden, Nein, es aber geht ja gar nicht. warum ist Istanbul und Konstantinopel so wichtig? Warum deutet der Prophet auf Konstantinopel hin? Was hat das für eine Bedeutung, Konstantinopel? Warum? Warum Konstantinopel? Was ist das für eine Stadt? Was hat das für Vorteile, diese Stadt? Wo liegt diese Stadt? Vielleicht mal ganz kurz, wenn du mal ein paar Punkte dazu erzählen könntest. Und zum Schluss, wie hat Fatih Sultan Mehmed es geschafft, diese Festung der Römer, die eigentlich unmöglich war zu stürzen, die so gut abgesichert war Für die wie Osmanen gibt es kein Unmöglich. jemand, der Awad, der hat keine. Für den gibt es keinen Stopp, keine Grenzen, das stimmt. Aber wie haben die es geschafft, diese Mauer zu durchdringen und Konstantinopel zu erobern? Weil danach ist das der Knick gewesen für die Expansion auf die heftige Art und Weise. Das war dann diese Kraft gewesen. Erklär mal bitte, warum. Erstmal, was Istanbul? Was ist Istanbul? Warum Istanbul? Was ist das für eine Stadt? Kurz mal vielleicht erwähnt. Also, Achim, das Und ist stundenlanger wie ist Unterricht man dann. das, wie hat Fatih Sultan Mehmed das geschafft? Das zu erobern. Erklär mal bitte ein bisschen über dieses Thema Ich vor habe mal allem. damals eine Stellungnahme gemacht. Weißt du noch, die Öffnung Hagia Sophia und Recep Tayyip Erdogan? Richtig. Das ist ja schon fast 2, 3 Stunden. Da Richtig. rede ich über Istanbul. Also Istanbul, du hast eben gerade gesagt, warum ist Istanbul so wichtig? Ist wichtiger Jerusalem oder Istanbul? Natürlich ist es mal Jerusalem wichtiger als Istanbul, gar keine Frage. Aber als in Istanbul die Hagia Sophia durch Justinius, und davor auch wurde schon, das war eine Basilika gewesen im 3., 4. Jahrhundert, als dann die Hagia Sophia aber 530 nach Christus aufgebaut worden ist, so wie wir sie quasi heute kennen, dann sagt Justinianus, O Suleiman, ich habe ein Bauwerk errichtet, was deinem Tempel gleich ist und so. Subhanallah natürlich, das sind ja alles Paganisten, sag ich mal, heidnischen Leute gewesen. Aber der wollte das Dings nach Istanbul verlegen. Also Istanbul, guck mal, Istanbul. Der Hadith des Propheten reicht. Ihr seht gerade den Hadith des Propheten hier eingeblendet. Das ist übrigens am Grab
von Fatih Sultan Mehmed hängt dieser Hadith des Propheten, ihr müsst nicht, ich habe vorhin darüber berichtet, allein das schon zeichnet den Wert von Istanbul aus, dass der Prophet ihn diese Stadt benannt hat, also auch mit Konstantinie, yani, ne? Also Konstantinie. Konstantinie, also Konstantin hat diese Stadt eigentlich gegründet. Und offiziell hieß diese Stadt bis wann Konstantinie? Bis wann hieß Konstantinie Konstantinie? Eben nicht. Bis 1920. Echt, so lang hieß du Konstantinie? Okay. Offiziell hieß immer Konstantinie. Hä? Es gab, jetzt werden einige Leute im Internet sagen, Bruder, was sagst du da und so? Nee, ich weiß schon, was ich sage. Ich komme aus Istanbul, ich wohne in Istanbul, ich beschäftige mich seit Dings damit. Offiziell ist es Konstantinie. Konstantinie, nicht Konstantinie. So kommt es in Hadith vor. Aber er hat Beinamen gehabt. Beldetun, Tayyibetun, Islam, Bol, ja, Der Saadet. Die osmanischen Sultanen haben immer Der Saadet gesagt. Oder wie heißt unser Verlag? Darul Hilafet Aliye, also zum Beispiel. Das waren die Beinamen. Paytacht ist ja auch, glaube ich, kurdisch, heißt Hauptstadt so. Das hat unterschiedliche Adjektive, also Eigenschaften gehabt. Aber der Name der Stadt war Konstantinie gewesen. Mustafa Kemal wandelt das in Istanbul um und verbietet die anderen Namen danach. Ja? Und woher kommt der Name Istanbul? Einige sagen, das kommt von Islambol. Aus Islambol wurde Istanbul. Aber einige sagen, das kommt vom Griechischen und heißt Stambuli. Ich betone Stambuli, das heißt zur Stadt. Also kommt das Ei vom Huhn oder das Huhn vom Ei, da wollen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Napoleon sagt aber, aber eine englische Königin sagt das, glaube ich, auch. Ja? Wäre die Welt ein Staat, wäre Istanbul die Hauptstadt. Und das kann ich nur unterschreiben. Also Istanbul ist wirklich gedacht worden, wirklich um Hauptstadt der Welt zu sein. Also das kann jeder empfinden, die diese Dings dort sehen. Und wir sehen wirklich beim Propheten, alaihissalatu wassalam, ich habe es am Anfang des Unterrichts auch gesagt, sie fixieren gleich ihren Punkt nach Konstantinopel, sodass eines der wichtigen Sahabes, Khalid bin Zaid ist nicht irgendein Sahabe. Er ist erstens Alemdar. Alemdar heißt Fahnenträger des Propheten gewesen, einer von vielen. Und, was ihn sehr stark auszeichnet, er hat den Propheten a.s. nach der Hijra 6 Monate lang bei sich zu Hause bewohnen lassen. Deswegen sagen wir heute, er hat den Propheten 6 Monate lang bei sich bewohnen lassen und danach haben wir ihn bei uns in Istanbul bewohnen lassen. Also, das ist nicht irgendein Sahabe. Und er stirbt, er wird Shahid oluyor, Khalid bin Zaid, Eyyub Sultan, an den Mauern von Konstantinopel. Wichtiger geschichtlicher Aspekt nochmal dazu. Er wird nicht Shahid, indem er getötet wird. Er stirbt an einer Krankheit, dort, einige sagen in Orhangazi, aber er sagt bei seinem Sterbebett, sagt er, begrab mich an die nächsten Mauern von Konstantinopel. Heute das Viertel Eyyub ist dadurch geprägt. Und ich habe jetzt das Werk vergessen. Es gibt ein Werk aus dem Altrömischen Reich, dass die dort nicht wussten, wer begraben ist. Es gibt römische Inschriften aus dem 9. und 10. Jahrhundert nach Christus, die sagen, wir wissen nicht, wer dort begraben ist. Das sagen Inschriften. Wir sehen aber, wie nachts Lichter dort drin rauskommen und rausfallen aus einem Boden. Und weil sie nicht wussten, wer das ist, haben gesagt, dort ist ein Heiliger, ein Christ oder ein Priester begraben. Weil ihr müsst ja vorstellen, also nach einer bestimmten Zeit wurde das vergessen dort. Also da möchte ich jetzt auch nicht weiter rein. Letztendlich hat man diese Stadt versucht, schon zu dieser Zeit dreimal circa unter den Emeviten zu erobern. 13-mal wurde es versucht und beim 14. Mal hat die Prophezeiung letztendlich Fatih Sultan Mehmed erreicht, 1453, beim 14. Angriff dieser Stadt. Übrigens, wir waren auch mal mit dir zusammen da gewesen. Es ist eine Moschee zwischen den Jahren 717 und 718, also quasi nicht mal 100 Jahre nach der Hijra, schon in Istanbul erbaut worden. Arab Cami nennt man das. Karaköy'de kalıyor. Also in Karaköy ist das dort, also quasi so auf der anderen Seite von Eminönü. Da ist die erste Moschee schon von Mesleme ibn Abdülmelik damals errichtet worden in der Gegend von Galata, aber zur Eroberung hat es noch ca. 500 Jahre, Pi mal Daumen oder 600 Jahre gedauert und Fatih Sultan Mehmed hat diese Stadt erobert. Guck mal, diese Stadt zu erobern,
war das Ende des Mittelalters. Also durch die Eroberung Fatih Sultan Mehmeds am 29. Mai 1453 hat das Mittelalter offiziell in Europa geendet. Mein Sultan, also dein Sultan auch, wir haben Generationen geschlossen und Generationen geöffnet. Atatürk hat die Menschen entblößt. Er hat die Kleiderordnung gebracht. Er hat eine Garderobe-Devrime gemacht. Mein Führer aber, Fatih Sultan Mehmed, hat Epochen geschlossen und Epochen geöffnet. Die Zeit des Mittelalters wurde durch die Eroberung Konstantinopels beendet in ganz Europa. Aber Europa ist hier für uns eigentlich voll irrelevant. Ich möchte euch mal hier, wie wurde Istanbul erobert? Ich sage zwei Gründe dafür. Der erste, es gibt mehrere natürlich. Ja, es gibt viele, viele Aspekte. Das können wir inshallah irgendwann mal anders besprechen. Was ihr hier gerade seht, ist das Schwert, das Originalschwert von Fatih Sultan Mehmed. Das Originalschwert, was ihr hier gerade seht. Das ist 1,25 Meter lang und 7 Kilo schwer. Im Topkapi-Palast heute zu sehen, 1,25 Meter und 7 Kilo schwer. Als Fatih Sultan Mehmed Istanbul erobert hat, war er 21 Jahre alt. So muss ich mal viele 21-Jährige ein Beispiel daran nehmen. Und auf diesem Schwert seht ihr eine Inschrift, im Video auch inshallah eingeblendet. Und auf diesen 1,25 Meter Schwert von 7 Kilo Schwere steht diese Inschrift drauf. Das muss ich hier rezitieren, weil das ist wichtig, weil das sind die Fundamente. Ich übersetze auch gleichzeitig. Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Allbarmherzigen. Jetzt Achtung drauf achten, was auf diesem Schwert, was uns zu uns macht, draufsteht. Hak dinin bağlarını parıltılı ve açık harfleri ayetlerle ve keskin ve parlak kılıçlarla güçlendiren Yüce Allah hamdolsun. Dank sei Allah, derjenige, der diese Religion mit den blitzenden, blinkenden Worten gesandt hat. Salat ve selam en güzel, fasih sözlerle vasfeden Hazreti Peygamber ve Ehl-i Beyt'ine olsun. Der Gruß und unsere Gebete mögen auf unseren Propheten Mohammed und an seine Ehl-i Beyt, an seine Familie sein. Allah'ım, o unser Herr, o unser Allah, dinin erkanlarını yüceltmek için mücadele eden gazi ve müçtehitlerin sultanı. Derjenige Sultan, der dafür kämpft, damit die Mujahidin vorangebracht werden, damit die Gesetze des Islams, din erkanları vorangebracht werden, Cihad için çekilen keskin kılıç olan und auf diesen Cihad, auf diesen Kampf das ausgezogene Schwert ist, Sultan Murat Han'ın oğlu Mehmet Han'a güç ve kuvvet ver. Gebe Mehmet, also Fatih Sultan Mehmet, der Sohn von Murat, die Kraft ve kılıcının kınını şeriat düşmanların boynunda, kalemin mürekkebini de alemlerin Rabbinin inayetinde eyle. Und nehme dieses Schwert und lass das auf die Feinde der Scharia, ich betone, nicht Kuffar allgemein, die Feinde der Scharia niederkommen und lass es die Gelehrten, die mit Tinte getränkt worden sind, dienen. O Sultan Osman Han'ın oğlu, Orhan Han'ın oğlu, Murat Han'ın oğlu, Beyaz Han'ın oğlu Mehmet Han'dır. Hier nimmt er seinen Stamm bis Osman Gazi. Ich bin der Enkelsohn von Enkelsohn von Enkelsohn von Osman Gazi. Allah onların mezarlarının toprağını gazilerin kılıçlarından akan saf su ile sulasın ve kılıçların gölgesinde altında olan cenneti de mekanları eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Möge Allah diese Gräber von diesen Leuten mit dem Wasser und mit dem Blut gedeihen lassen, die von diesen Schwertern kommen. Also so ein Sultan reden wir hier, der sich komplett für die Scharia einsetzt. Ich habe mal, als ich das gelesen habe, damals im Osopkapı-Palast gesagt, wenn sie dieses Schwert übersetzen würden und würden sie in der Türkei veröffentlichen, würden sie sich in mehreren Paragraphen strafbar machen. Aber so war es eben gewesen und das war auch ein wichtiger Aspekt. Also ein interner Aspekt. Was hier wichtig ist, es gibt auch einen strategischen Punkt, es gibt hier auch einen sehr wichtigen strategischen Punkt,
Und zwar ist Fatih Sultan Mehmed derjenige gewesen, der die Schiffe zum ersten Mal auf Land hat kommen lassen. Die Römer, die haben gedacht, er kommt übers Meer, und sie haben beim Halitsch Sinjir bağladılar. Ich vergesse manchmal das Deutsche. Sie haben bei diesem goldenen Horn beim Halitsch, dieses Gewässer, das bei Eminönü anfängt und geht bis Eyüp Sultan, dieses Gewässer haben sie mit Ketten gebunden, damit die Schiffe nicht durchfahren würden. Also unmöglich, dass Schiffe durchkommen. Unmöglich, weil vor allem die Stadtmauern des Konstantinopel, die waren sehr, sehr hoch und sehr, sehr dings gewesen. Was hat Fatih Sultan Mehmet gemacht? Er hat zum ersten Mal Top akıttırdı. Also er hat Steinschleudern gemacht und hat diese Steinschleudern mit den Schiffen zusammen, er kam über Galata. Also da, wo die Kuffar niemals gedacht haben, nicht über das Meer, sondern er kam mit den Schiffen über das Land, wie hier gerade hier so ein bisschen symbolisch aufgezeichnet worden. Und mit diesen Schiffen ist er über den Halitsch gekommen. Also wo quasi heute Galata-Kulisse ist, ist es nicht, dieser Halitsch ist ja nicht breit, das ist ja quasi ein Kilometer. Aber über dieses Ding kam er mit den Schiffen und diese Stadt wurde letztendlich dann am 29. Mai erobert. Alhamdulillah. Was ich aber hier nochmal sehr wichtig sagen muss, als Fatih Sultan Mehmed diese Stadt erobert hat, war diese Stadt in Schutt und Asche gewesen. Dieses in Schutt und Asche war nicht durch Fatih Sultan Mehmed, denn diese Stadt wurde vorher zerstört durch die Kreuzzügler. Von 1204 bis 1261 haben sie diese Stadt ausgeplündert. Latin istilah, so sagen wir im Türkischen dazu. Also eine Art von Kreuzzüglern. Richtig heftig. Also sie haben alles zerstört in dieser Stadt, was an christlichen, heiligen, in Anführungsstrichen, Reliquien da ist. Also zum Beispiel Kaiser Konstantin, letztendlich der Gründer dieser Stadt. Ne? Konstantinopel. Eine Frage, wo ist denn das Grab von Kaiser Konstantin? Keiner weiß es. Das haben sie zerstört. Sie haben das zerstört, nicht die Osmanen. Die Osmanen haben sowas beschützt. Ja, weißt du, was ich meine? Das ist eine sehr wichtige Herangehensweise. Aber Fatih Sultan Mehmed hat diese Stadt dann aufgebaut und hat dann diese Hagia Sophia, ich habe extra dieses Bild mal genommen, damit man mal diesen Blick sieht. Also die Hagia Sophia war bis dahin eine Kirche gewesen, wurde dann in eine Moschee umgewandelt. Warum umgewandelt? Als Eroberung, als Zeichen der Eroberung. Wir sagen Kılıçhakkı dazu. Also ist das Recht des Schwertes. Und wir sehen hier quasi auf diesem Bild rechts die anatolische Seite und auf der linken Seite ist das die europäische Seite. Also genau hinter der Kuppel wäre quasi die Bosporusbrücke. Und dieses Gebiet ist auf, also die Hagia Sophia ist auf der europäischen Seite. Und man nennt dieses Horn, was rausguckt, Sarayburnu. Also dieses Semt heißt dann auch letztendlich Sarayburnu. Und ja, und das hat er dann in eine Moschee umgewandelt. Wie gewiss, ja, bis 1934 circa war es eine Moschee gewesen, das Mustafa Bekir mal das umgeändert, das ist aber ein Thema für sich. Und mit der Eroberung Istanbuls, also beziehungsweise auch der Umwandlung der Hagia Sophia in eine Moschee, wurde es ja zum Symbol hier, hat er den Topkapı-Palast gegründet. Ja? Und der Topkapı-Palast ist sehr, sehr wichtig, beziehungsweise was auch wichtig ist, als geschichtliche Fußnote, Fatih Sultan Mehmet hat den Topkapı-Palast so lange nicht erbauen lassen, bis sie das Grab gefunden haben von Halid bin Zaid und haben das neu aufgerichtet. Er hat gesagt, erst werde ich den Sahabes hier dienen, die Schehid wurden, um diese Stadt zu erobern. Das hat er auch gemacht, er hat die Gräber ausfindig gemacht und dann hat er, nachdem Eyüp Sultan die Moschee etc. gegründet worden ist, hat er den Topkapı-Palast erbauen lassen. Der ist ganz genau hinter der Hagia Sophia. Hier seht ihr mal einen Blick jetzt, von der anderen Seite, also ich müsste jetzt quasi, es ist symbolisch jetzt mal, von Kıskulesi müsste das jetzt sein, also von der asiatischen Seite gucken wir jetzt auf den Sarayburnu. Vor uns ganz genau der Topkapı-Palast, sehr bescheiden, sehr bescheiden. Auf der linken Seite sofort die Hagia Sophia, links ist die Sultanahmet-Moschee, ganz rechts seht ihr Süleymaniye Camisi. Und hier nochmal ein Blick direkt auf den Topkapı-Palast. Also wir sehen hier quasi einen sehr bescheidenen Palast. Mhm. Er hätte den viel höher bauen können. Und übrigens, dieses Dach hier, dieses das wie Minarett raushängt, das nennt man Adalet-Kulesse. Adalet-Kulesse, also der Turm der Gerechtigkeit. Denn das Osmanische Reich ist bekannt geworden und berühmt geworden durch seine Gerechtigkeit. So wichtig, dass auf seinen Eingangstür
von der Topkapı-Palast seht ihr das jetzt hier eingeblendet. Stand auf der Eingangstür. Das wurde übrigens erneuert im Jahre 1285 nach der Hijra nochmal. Aber im Alten stand das Gleiche, das ist nur diese erneuerte Version. Stand geschrieben, steht heute noch geschrieben, das könnt ihr dort sehen. Ya valiyete kulli mazlum. Ya valiyete kulli mazlum. Das heißt, der Schutz aller Unterdrückten. Der Topkapı-Palast ist der Schutz aller Unterdrückten. Und dieser kleine Satz ist normalerweise eine Zusammenfassung dieses Weltreiches. Ja? Darauf hat Fatih Sultan Mehmet das aufgebaut. Eine wichtige Sache noch, ihr seht hier gerade ein sehr berühmtes Bild von Fatih Sultan Mehmet. Das ist das bekannteste, sage ich mal. Dieses Bild wurde von einem italienischen Maler aufgezeichnet. Das hat man einige Jahre nach dem Tod von Fatih Sultan Mehmet gesehen. Übrigens, Fatih Sultan Mehmet ist in der Gegend von Belgrad gestorben, auch im Dschihad. Man hat ihn vergiftet, sagen einige dazu, weil er wollte was machen? Nach Rom. Er wollte Rom erobern. Nach Konstantinopel kommt Rom. Er hat sogar einen Agenten gehabt, einen Kardinal, der war neben dem Papst gewesen. Wäre Fatih Sultan Mehmet nicht auf diese Art und Weise gestorben, wäre der nächste Papst ein Moslem gewesen. Ja. Deswegen sagen viele Geschichtsschreiber, weil er so ein starkes Istikhbarat-Geheimdienst hatte, weil er Leute eingeschleust hat, um Rom zu erobern. Wenn ihr durch Rom geht und ihr seht dort Gräber von Bischöfen, lest ein Fatiha drauf. Es gibt ganz gewiss Muslime unter ihnen, die versteckt agiert haben. Also, ob das jetzt richtig war oder falsch war, darüber können wir uns halten, aber ich finde es eine sehr interessante Sache. Und was für ein Ziel er hatte, was für ein Horizont er hatte, das ist das, warum der Prophet, oder ist es nicht vielleicht eins der wichtigsten Aspekte, warum der Prophet a.s. gesagt hat, was für ein geehrter Kommandant, was für eine geehrte Armee. Aber nochmal zu diesem Bild, das wurde von einem Italiener gezeichnet, dieses Fatih Sultan Mehmet Bild. Es gibt kein offizielles Bild von Fatih Sultan Mehmet. Denn warum? Im Islam gibt es keine Bilder. Im Islam gibt es keine Bilder. Im Topkapı-Palast war es verboten, Bilder aufzuhängen. Die Bilder kamen ja später, durch İkinci Mahmud etc. Es waren verboten, Bilder aufzuhängen. Es ist maximal von der Kaaba. Das sehen wir zum Beispiel im Bursa Ulu Cami. Kaaba-Bilder sehen wir. Ansonsten wurde was gemacht? Tula oder Hat. Ne? Solche Sachen wurden da aufgezeichnet. Das ist nicht Fatih Sultan. Er sah es bestimmt so aus. Bestimmt sah es so aus, weil die Verwandten sehen alle so ähnlich aus von ihm. Aber wir wissen wirklich nicht hundertprozentig, wie Fatih Sultan Mehmet aussah. Okay. Istanbul. Ja. Ein wichtiger Ort, sehr wichtiger Ort.